So Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Ich habe wieder den Daumen dabei. Ja, guten Tag schon wieder. Und wir haben ein Spiel mit Jurion Maverick, der hier wunderschön sein Jurion vorzeigt. Ja, bevor er zieht. Bevor er zieht, wie es sich gehört, gegen Death and Taxes. Ich habe ein bisschen die Lichteinstellung verkackt, wie man sieht. So ein bisschen. Das sieht so ein bisschen nach Urinstein aus. Ja, es hat leider Gottes einen zu großen Grünstich und einen zu hohen Rotstich. Aber ich habe es nicht besser hinbekommen und ich dachte, bevor ich das jetzt wegwerfe, kriegt ihr halt das. Ihr werdet damit schon klarkommen. Es sieht halt echt so ein bisschen gelb, so gelb. Es ist grün und rot, was zu viel drin ist. So. Es ist einfach zu viel grün und zu viel rot. Egal, gucken wir uns bei den Decks an. Jurion Maverick ist ein Maverick, was wir aktuell am Testen sind, ein Four-Color Maverick. Wobei blau nur für den guten... wie heißt der mit Landfall? Der Omnath? Omnath? Oh, ja, stimmt. Und rot auch nur für Omnath und ich glaube ein Clotis. Kein oder Punishing Fire? Clotis. Kein Punishing Fire. Wow. Der Rest ist ein Straight-Up GW Maverick. Wow, das ist green. Ja, okay. Natürlich 80 Karten wegen Jurion. Ja, muss er. Genau. Ja, auf und der anderen Seite, Death and Taxes ist aktuell so die klasseste Liste, die ich finden konnte. Ja, da bin ich jetzt mal, jo, Port. Ja. Da bin ich jetzt mal gespannt, weil da gibt es mit Sicherheit auch eine Menge schönes Zeug, was ja Maverick dazu also kann. Ich sehe schon auf der Hand einen wie heißt es, Once Upon a Time. Bin mir noch nicht sicher, ob das auf der Starthand auch war. Wenn ja, wäre das natürlich bitter, wenn man das vergessen hat. Ja, oder einfach nur gerade eben nachgezogen. Das wäre halt noch eine Runde. Okay, bitter. Auf Turn kommen die Muddy rein. Da haben wir einen Reclaimer, eine Muddy. Heilberg. Ja, das ist schon nicht schlecht. Das jetzt ist echt dreimal Karakas, dreimal Recruiter. Recruiter sucht sich Stoneforge. Vermutlich Stoneforge raus. Stoneforge wird dann über die Fiole reingebracht. Ja, ich habe auch schon ein Sword gesehen für die Stoneforge. Man könnte jetzt auch den, den Rewalker, der hier nach vorne gelegt wurde, nehmen. Ne, es ist eine Stoneforge. Stoneforge wird dann direkt reingelegt, um Zeit zu sparen. Sucht man sich dann das Sword of Fire and Ice tatsächlich. Ja, da End of Turn zu reinzuschmeißen, ich weiß nicht. Das macht schon Sinn, wenn dann halt jetzt ein Mass Removal kommen sollte, was passieren kann. Ja. Nicht, weil es nicht im Deck ist. Aber. Was passiert da jetzt? Ein Fetch. End of Turn Fetch. Ja, ja, aber. Achso, der hat nochmal alles zurückgetappt. Ah, ich war gerade verwirrt, weil er da enttappt und getappt hat. Ja, wie gesagt, ich habe das Swords für die Stoneforge schon gesehen. Was hat er rausgesucht? Sophie, ne? Sword of Fire, alles genau. Ja. Weil Battlescribe ist schwierig zu casten. Und die Jitte, meine ich, hätte ich auf der Hand gesehen. Da bin ich mir mal gerade nicht mehr ganz sicher. Das ist halt die Frage, ob die Jitte gegen Maverick... Oh. Die Jitte ist gegen Maverick normalerweise Key. Also du willst immer die Jitte haben, wenn es geht. Keins? Okay, Swords of the Equip geht natürlich auch. Ja. Swords of the Equip geht auch, aber... Da ist ein... Durch die Mutti ist das relativ irrelevant. Da ist ein Tropical auf der Hand. Tropical und der hier bounce einen Forest, enttappt eine Kreatur. Oh ja, okay. Den habe ich noch gesehen. Mit dann ist man natürlich relativ nah. Ja, die Jitte ist auf der Hand, by the way, beim Death and Taxes Spieler. Da ist noch ein Swords und ein Recruiter. Uiuiuiui. Das ist eine ziemlich gestackte Hand. Also ist halt die Frage, nimmt man das Swords jetzt schon? Oh, jetzt halt Once Upon a Time zu spielen, ist so widerlich. Ja, ich glaube, es tut mir. Library, okay, ja, Library. Nicht schlecht. Schöne alte. Mhm. Knallt mal einfach mal 230 Euro auf den Tisch. Ne? Mittlerweile, also die Preise, die da am Tisch auch aktuell liegen, da hast du gefühlt auch noch gar nicht rechnen, Landes Tropical. Oh, das stimmt. Ach, ja, sonst ist die Frage, ob man einfach nur Equipment spielt. Nee, man swordet den Typen. Den. Ja, okay. Ist die Frage, ist der nur für Ramp drin? Da ist auch ein Dark Doof drin. Da ist auch ein Dark Doof drin. Ja, also Dark Depths Combo ist in diesem Deck vorhanden. Wollte ich gerade sagen, weil es gibt ja auch immer noch die Idee, dann mit Flagstones zu rampen. Ja, die ist hier nicht drin. Die ist da nicht drin, okay. Dafür müsste man zu viele Flagstones spielen. Und ich weiß nicht, wie gut das jetzt in der Meta nach Oko Gedöns ist, wirklich ist. Hier wird das nicht benutzt. Nee, hätte ich glaube ich, aber glaube ich auch nicht, weil wofür? Ja gut, dann sind alle Pforten offen, aber
Also ich hätte es, glaube ich, schon benutzt, einfach aus dem Mund heraus. Ah, okay, er wollte End of Turn. Once Upon a Time. Das Tempo nicht ganz so hart zu verlieren. Uff, da so viel Land. Ghost Quarter, Wasteland. Ja, Wasteland. Wasteland, genau. Was kommt drunter? On top. Und Library. Das Weiße, 1, 2, 3, sieht man jetzt natürlich. Ja. Wunderprächtig. Man sieht auch gleich, was er auf der Hand nimmt. Mhm. Ja, Library so früh, ganz gut, aber okay, der Death and Texas-Spieler hatte jetzt auch nur noch, ja, okay, den Recruiter auf der Hand. Mhm. Hat er vergessen? Recruiter ist halt gut, aber da war halt die Fiole auf 2 noch. Ich weiß nicht, ob man noch sagen, andere für 2 auf der Hand. Wurde vergessen, die Fiole. Ich glaube, die Fiole wurde vergessen, ja. Oh, Swords ist natürlich schön, Double Swords. Braucht man halt 2 weiße Mana-Quellen für. Mhm. Ja, aber aktuell ist... Ach, stimmt, der Mutti liegt ja. Oder ein Karakas im Feld. Stimmt, ja, aber auf der... Klack. Greift er jetzt echt damit an? Nee, ist Mana. Glaub, oder er versucht gerade eine Delle reinzudrücken. Ich glaube, er überlegt gerade, welche Mana-Farbe er nimmt. Weiß. Auf die Mutti. Oder? Es ist halt super viel Removal, was dann auf die Mutti fliegt. Ja, das ist halt die Sache. Man muss dann die Schutz auf. Ich kann es gar nicht schieben. Ich habe das eben verkackt. Ja, so schlimm. Ja, ich habe noch 2 Länder. Schutz vor Weiß. Ja, okay. Kann man. Okay, hat geschoben. Ja, ja. Da hat man geschoben. Zu viel Land, zu wenig anderes Zeug. Genau. Ja, Sideboarding ist, glaube ich, für beiden Decks gar nicht so viel. Du kannst als dein Dex-Spieler kannst du halt Cataclysm reinnehmen, ja, um halt ein bisschen was an Bord zu vernichten. Sonst, keine Ahnung, wenig. Wüsste ich jetzt auch nicht. Und im Yorion Mavericks, glaube ich, auch nicht so viel im Sideboard drin, tatsächlich. Boah, wüsste ich jetzt. Ich kenne das Sideboard jetzt gerade gar nicht, aber nee. Theoretisch die UF. Ja, UF ist, glaube ich, sogar Mainboard. Ja, klar, stimmt, man hat ja den Platz. Ja. Für die Leute, die sich jetzt eh schon die Finger wund getippt haben wegen Decklisten und Ähnlichem, ich habe noch keine Deckliste davon. ich kann den guten Kevin mal fragen, ob er die Decklisten in die Kommentare postet. Ich gehe mal von Nein aus. Einfach, weil der Mann auch aktuell viel zu viel zu tun hat. Irgendwann wird dieser Mann ein Deck zu diesem Deck machen. Das werde ich dann unten in den Kommentaren verlinken. Das Death and Texas Deck ist zumindest ein älteres Death and Texas Deck unten in der Beschreibung verlinkt. Ja, okay, da wird ja nur die Skyclave jetzt mittlerweile drin. Genau, es ist die Skyclave jetzt und dafür sind weniger Rewalker drin. Das war's. Weniger bis gar keine, je nachdem, ja, welche Liste. Je nachdem, welche Liste. Ich spiele immer noch gerne mit einem. Hm. Und ja, da ist so ein bisschen der Unterschied. Ansonsten, ja, sieht das bisher jetzt noch nach klassischem Maverick aus. Ich weiß nicht, hat er seinen Companion vorgezeigt? Ja, ganz am Anfang. Immerhin. Oh, die gute Turn 2 war. Die gute Turn 2 war, oh, 2 davon. Hier hat man sich aber, nee, man hat sich entschieden, erstmal die Mutti zu. Ah, stimmt, man musste erstmal die Mutti los. Die Mutti muss weg. Die Mutti muss weg. Da war noch ein Land um Green Sun, wenn ich das richtig gesehen habe. Das kann natürlich jetzt, wenn das jetzt ein UF holt, das ist ein Plateau. Erkennt man noch nicht so gut. Da ist ein Scavenging Ooze ist das und Green Sun Zenith. Für Exclusion. Wow, wie einfach sein Deck genau da aufgepickt hat, wo die Kleider lag. Ob die wohl gecuttet ist? Ja, natürlich, die Hülle ist schon eingecuttet. Ich glaube, denselben Witz habe ich da auch gebracht. Ja, der Scavenging Ooze hier schön in der Secret Layer Non-Foil Edition. Ich wollte gerade sagen, ist die Non-Foil? Weil die sieht so foil aus. Ja, ja, hier sieht alles gerade foil aus. Aber hier sieht auch die weißen Ränder sehr gegibt aus. Hier sieht auch die Library echt fake aus von hier. Ja, das tut mir leid. Ja. Ja, sonst auf der Hand ist, glaube ich, eine Skyclave Operation. Und? Ja, das andere. Das ist ein Green Sun Zenith. Wow. Da haben wir jetzt 2 Mana, Stoneforge. Stoneforge sucht jetzt wahrscheinlich die Hit. Ja. Ich habe einen Containment Priest gesehen. Im Megaboard von Death Texas. Den kann man reinnehmen. Wegen Green Suns, ne? Genau, gegen Green Suns. Der ist jetzt halt noch keine Threat wegen Wilds. Aber. Das ist generell auch nicht so die geilste Threat gegen Wilds. Jetzt ist halt die Frage: Man hat jetzt die Chance, auf den Omna zu gehen? Wenn man noch ein Land hat.
Wenn man noch ein Land hat, ja okay, der ist ja gerade in der Library. In der Library, genau. Also das wäre tatsächlich ganz cool, wenn man hier auf Land Omnath geht. Das Problem ist, Omnath macht dann erstmal nichts. Nee, du willst ja den Landdrop danach haben. Genau. Dann halt die UF wäre halt Premium. UF wäre auch ziemlich gut. Der Punkt ist halt, oh, hier werden zwei Karten genommen. Ist hier eine Cradle. Ja, auf jeden Fall. Und das ist ein Null, ja. Du hast auf jeden Fall den Punkt, dass du halt am liebsten sogar noch einen Landdrop danach hast und ein Fetchland liegen hast, damit du, also schon am Board liegen stimmt, hast, damit du, die damit du mindestens den zweiten Trigger mitkriegen kannst, um ihn wieder auszuspielen. Das ist schon ziemlich wichtig. Ja, das stimmt schon. Da haben wir zwei Mana, drei Mana, vier Mana, fünf Mana. Fünf. Das wird der Green Sansenit. Für vier, da kommt ein Umnatz. Das wird ein dickes Ding. Man hat natürlich jetzt hier keinen Landdrop mehr. Nee. Aber man darf noch eine Karte ziehen, wenn er reinkommt. Ja, ich wollte gerade sagen, du darfst eine Karte ziehen, das war schon Land gespielt, dann hat der... Genau, also der erste Landfall gibt, glaube ich, vier Leben. Der zweite Landfall kriegst du einmal nicht schwarz Mana, also alles, kriegst vier Mana, ein blaues, ein grünes, ein weißes und so. Ah, das ist auf den ETB tatsächlich auch Sword Lord. Und beim dritten Landfall fügst du allen Gegnern und allen Planeswalkern vier Schaden zu. Ja, ist ein Puff. Das heißt, er kann auch direkt nach dem Planes suchen? Planes könnt ihr auch suchen, ja. Da kommt auch Planes. Den sieht der Omnath leider nicht mehr. Nee, da ist er schon far schon away. Ist er schon war ein kurzes Intermezzo. Ist halt vier Mana, du suchst dein Deck nach einem Land, bringst getappt ins Spiel und zieh eine Karte, klaut dem Mieter eine Handkarte. Ja. Ist okay. Dann hat er jetzt noch den Draw. Und dann ja. Hat er den Draw hat er ja immer noch. Ja. Ne? Ja. Wird noch nicht mal mit dem Us angegriffen. Stimmt. Da hat er Angst. Hm. Da hat er Angst. Also wir haben Karakas auf der Hand. Ja, okay, ich glaub, damit wäre der Omnath ja total egal gewesen. Liegt ein Wasteland? Ja, ne? Ja. Da heißt, die Cradle ist auch so gut wie weg. Oder auch nicht. Nee, hier will man einfach nur auf den gehen. Beat Block, Tap, Revoker. Ja, ist eh nichts im Friedhof. Ja. Sagst du ihn an? Ja, doch, man könnte ihn selber dann fressen. Also, man blockt jetzt, sie stirbt und jetzt könnte er sie ja theoretisch fressen, wenn der Revoker nicht geht. Ah, die ist ja 1-2. Genau, ja. Die ist 1-2 und deswegen wurde hier der Revoker reingebracht, den man jetzt nächste Runde einfach equippen kann und einfach random reinbieten kann, weil ab jetzt ist er irrelevant. Ja. Das sind kleine Tricks, der die der Dex halt ganz kann dann macht. Einfach sterben. Ja. Was haben wir da auf der Hand? Ich glaube, das ist ein Ramona, eine Skyclave Operation. Und? Ja, ein Mana. Es ist auf jeden Fall ein weißes Mana, aber Full Border. Vielleicht ein Path? Aber da hätten wir gerade eben auch Pathen können mit dem. Nee, das ist ein. Ja. Namen finden ist schwierig. Also auf jeden Fall. Palace Jailer. Palace Jailer. Genau. Nee, ist Palace Jailer. Das meine, das wäre ein Palace Jailer. Ha, wir werden es sehen. Wir sind zwei Mana getappt. Drei Mana getappt, vier Mana getappt, nee, nur drei Mana getappt. Drei Mana für Green Sun Sinit. Nee, erstmal Ramunap, denke ich. Man hat ja auch noch keine Land. Doch, keine Ramunap? Doch, alles zurück? Doch, kein doch keine Ramunap? Doch, keine Ramunap. Jetzt wieder ein Ramunap rauslegt, wa? Skyclave. Okay, Skyclave würde dann die Jit targeten. Da krieg ich mal zwei Leben. Ja. Genau. Stimmt, diese Exiled. Stimmt, genau, die kommt auch nicht wieder. Die kommt auch nicht wieder. Also Skyclave Operation auch eine super Sache. Das hart. So, jetzt hat man immer noch vier Mana und kann halt immer noch für vier Mana mit Dingen was suchen. Ja, drei, vier. Vier Mana Green Suns, holt man sich noch Knight of the Reliquary. Knight of the Reliquary, ansonsten. Ja, oder man findet jetzt spontan... Oh, Clotis. Clotis wäre natürlich auch nicht so bad, aber sehr langsam. Oh, kannst du ja zeniten. Oh, ja, natürlich, Gott. Ist eine Kreatur. Sonst wäre der da auch gar nicht drin im Mainboard. Eieiei. Ja. Ja, ist jetzt halt die Frage, ob man jetzt nicht einfach auch den Uf nimmt. Weil der schaltet so viel ab. Ja, aber ich glaube, der Text hat hier nur noch eine Handkarte. Ja, stimmt. Und der Knight ist jetzt halt, ja, okay, der Knight ist zarte 3-3. 3-3, aber er kann halt immer noch zum Dark doof werden. Stimmt, ja. Das kann auch ganz schnell passieren. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, die Handkarte war, glaube ich, ein
Recruiter, richtig? Lass mich mal gerade kurz splinzen. Habe ich nicht gesehen. Nee, es ist, glaube ich, eine Skyclave. Sieht? Ah, nee. Da ist noch eine Weile und da ist ein Wasteland. Okay, das ist keine gute Ausgangsposition. Nee, da passiert jetzt eine Menge dumm Zeug. Ja, die, das... Ja, der Ramunap ist ja auf der Hand, das heißt, man hat die Cradle safe wieder. Oh, man kann hier auf jeden Fall Wastelanden. Oh, oder man spielt einfach was Gutes. Wasteland. Aber ich glaube, man will hier das Fetchland haben. Ich bin jetzt hier, nee, ist Wasteland. Nee, hier schon. Das ist Wasteland tatsächlich. Wasteland. Das ist halt die Frage, da ist der Ramunap noch auf der Hand und ich meine, das wäre ein Palace Jailer. Naja, ich weiß es nicht. Es kann auch gut sein, dass es einfach eine zweite Skyclave Operation ist. Stimmt. So, sind ja gar nicht Wasteland mehr so den Port. Dann kann man jetzt mal. Jetzt wird es interessant, jetzt wird es gespielt. Jetzt werden wir sehen, was es ist. Nee, es ist der jetzt wird das andere gespielt. Ja. Ja, jetzt kann man halt mit dem Knight einfach mal reinhauen. Genau, schreibt uns ansonsten mal, was ihr denkt, was es ist. Ich weiß es nämlich nicht. Bitte danke. Ja, jetzt macht die Library halt richtig Arbeit. Ja. Ne? Die muss man auf jeden Fall jetzt abschalten. Die Skyclave kriegt die, ne? Non-Land Permanent, ja. Non-Land Permanent mit Mana-Kosten 4 oder weniger. Da hat man den Trigger vergessen. Ja, da wo der Library Trigger werden. Es ist ein Once Upon a Time. Wow, da waren wir ja komplett falsch. Ja, nur ganz, ganz wenig. Also auf jeden Fall noch ein Once Upon a Time, den er gerade hatte. Ja, unten. Das ist der Typ, der die Länder opfert, um den Shaw zu geben. Ja, stimmt, da muss er ja vorzeigen. Das heißt, er hat jetzt einfach den... Ja, Wasteland again. Ja. Macht halt Sinn, ne? Ja. Warum auch immer er es jetzt darunter legt. Der Sylvan Safekeeper. Ich weiß nicht, warum er es runtergelegt hat. Ich weiß auch nicht, warum das Karakas noch am Feld ist. Ich auch nicht. Macht man es danach? Weiß ich nicht. Anscheinend macht man es danach. Ich hätte jetzt aber auch keinen Unterschied gefunden. Ne? Stone, die Forge, die Mystica. Das letzte Aufbäumen. Ja, da ist jetzt halt die Frage, wenn die Library gleich vergessen... Oh, V-Skull, look. Wenn die Library gleich vergessen wird, ist natürlich... Was vor allem vergessen ekelhaft. Wird, was vor allem vergessen wird, und das jetzt auch schon mehrfach, ist der Companion. Stimmt, du hast den ja nicht umsonst drin. Richtig, plus der Companion könnte hier auch einfach die Skyclave flickern und könnte dann mit der Skyclave halt einen neuen Exile machen. Ja, ist jetzt die Frage, ob man jetzt irgendwann dran denkt. Oder nicht, aber oder das ist die Frage. Aber das Library wird ja auf jeden Fall dran gedacht. Skyclave, die... Oh, da ist, glaube ich, noch eine Skyclave. Da waren Dark Depths, glaube ich, auch. Dark Depths wäre jetzt natürlich bitter. Also... Ja, Dark Depths ist auf jeden Fall schnelles Ende. Jetzt ist die Frage, eine Landkarte... Ja, auf jeden Fall Skyclave, die er da hat. Ja, die Skyclave geht dann halt safe auf den... Better Skull. Kostet 5. Ah, 4, stimmt. Da musst du ja den Token nehmen. Wie doof kannst ist das du auch denn? Nicht, weil die Non-Token nur Exile. Oh. Ja, da sieht man mal, wie viel weiß ich spiele. Ja, nee, also die. Ja, es ist wirklich, glaube ich, Dark Dwarf. Man nimmt hier auch das Dark Dwarf. Ja. Ja, weil man da einfach End of Turn Token macht, ne? Ja. Dann hat man. So, wird ein bisschen rumgefuchtelt. Aha. Ah. Wasteland wäre ziemlich dämlich. Ja, braucht er ja nicht. Hier rechnet er, glaube ich, einfach nur durch, wenn er die Skyclave genommen hätte und eine Kreatur weggenommen hätte, ob er dann Liefer gehabt hätte. Das ist auf jeden Fall ein Dark Dwarf. Ja, jetzt kann man einfach... Dark Depth, für die Leute, die nicht wissen, dass wir es Dark Dwarf nennen. Oh, man hat ja auch noch den Safekeeper da liegen. Ja, das Ding ist ziemlich safe. Kannst du schon fast keepen. Ja. Frage ist, ob Texas hier noch rauskommt, weil ich sehe das aktuell halt wenig, selbst mit der Biscal nicht. Biscal, du bräuchst eine Flicker with plus Removal. Ja. Und selbst dann ist es schwierig, weil Safekeeper. Hat genug Länder zum Wegsacken. Genau, auf jeden Fall. Genug Länder zum Wegsacken. Edgy Token.
Oh ja, das ist ein wunderschönes Token von tokens4mtg.com. Oh, da kommt was für 3. Skyclave Operation. Skyclave Operation, mhm. Wahrscheinlich auf den Knight. Ja, wahrscheinlich auf den Knight. Ja. Jetzt ist halt die Frage, ob man da wirklich drauf geht. Ja, Mana im Pool. Könnt ihr ja auch einfach ein Land zacken, um dem Hexproof zu geben? Ja, macht er auch. Das verbraucht jetzt halt richtig Ressourcen. Ne? Ja. Ja, okay, wenn man jetzt in End of Turn geht, ist das halt schon im. So gut wie. Oh. Scheiße. Ja. Da hätte man auf die Wahlaktivierung. Ja, hier war eine kleine Diskussion, die könnt man selber in die Kommentare schreiben, wie ihr das fandet. Also, ich habe die Wahl getappt und habe gesagt. Weil und ich habe ein Okay bekommen und ich finde, ich habe sie langsam genug gedreht, als dass man darauf reagieren konnte. Ja, das ist halt jetzt ein bisschen. Deswegen habe ich es drin gelassen, genau. Aber deswegen habe ich es drin gelassen, damit Leute mal darüber auch ein bisschen diskutieren können und dann auch mal selber sehen können. Vielleicht bin ich auch der völlig falschen Meinung und die Leute sagen, nee, du musst da schon länger Zeit lassen. Ja, oder man zieht halt einfach das Sword von oben für den Revoker, ne? Ja, man hat ja noch die Skyclave ja auch noch auf der Hand, also. Ja, braucht jetzt halt nur einen Zug, ne? Gönnt sich 2. Ja, alle Karten der Welt. Der Mann, der Mann. Ja, jetzt ist halt die Frage, ich würde da schon fast die Cradle aus dem Friedhof holen. Einfach nur um den Mana. Aber ja, die macht ja nur Dings. Haha. Grünes. Genau. Scheiße. Ja, da geht er, ne? Mehr Skyclave Operations auf 2. Mhm. Aber ich würde ja auch die Cradle nehmen oder das Wasteland, falls der Gegner irgendwie Wasteland zieht, dass man darauf noch reagieren kann, aber. Ja. So, Wasteland ist hier, glaube ich, schon ganz gut. Aber man kann den Token jetzt nicht machen. Nee, kann man nicht. Zumindest kann man nicht den Token machen und Wasteland. Man kann nur 1 von beidem. Land wird gespielt, das Wort ist auf der Hand. Mhm. Das ist jetzt interessant. Ich glaube, das war ein Land, ne? Ich glaube, es war ein Wasteland. Hei. Das ist genau das, was jetzt gerade gut ist. Ja, jetzt ist aber die Frage, wenn man jetzt in seinen Turn gehen lässt, du kannst jetzt auch einfach sagen, ich zock mein Wasteland auf dein Wasteland und hol das Dark Depths aus dem Friedhof wieder. Durch den Ramona. Ja, oder du wartest einfach eine Runde und enttappst, hast haufenweise Länder und haufenweise Mana und machst es eine Runde safe. Ja, okay, so oder so musst du jetzt eine Runde warten. Also... Das macht jetzt keinen Unterschied. Nee, das macht keinen Unterschied. Du könntest jetzt halt hergehen, könntest schon mal die Dings holen, die Stage. Weil du kriegst das Land auf jeden Fall aus dem Friedhof. Nee, wenn du jetzt. Ja, doch klar, weil du sie erstmal mit Ramunab halt wiederholen kannst, das stimmt schon. Ja, du hast ja den. Den Ramunab, den habe ich auch immer wieder vergessen, dass man das ja auch easy machen könnte. Ich habe hier durchgerechnet, ob es Combo ist oder nicht. Du greifst mit dem an. Aber man entscheidet sich hier gegen Combo, was richtig ist. Okay, hier wird angegriffen und geblockt. Mhm. 16, ja, ich glaube, man versucht hier noch irgendwie Leben rauszubekommen, damit man irgendwas macht. So, und dann wird das Dark Doof geschwertert. Ja, nicht geschwertert, aber. Ja. Hat er schon wieder gemacht? Hat genau da abgehoben, wo die Suspense Stage ist. Danke für nichts. Ja, dann im Zug. Ja, aber das Library, ist das ist ziemlich over. Ich glaube, da war noch eine Skyclave gesehen. Leute? Ich glaube, da war noch eine Skyclave. Man kann nie genug Skyclaves haben. Ich glaube, war das nicht der... Oder ist das ein Zenith? Der bewegt die Hände so schnell. Ja, der bewegt sich zu schnell, der Mann. Voll unter Stress. Attack. Beat für den Decken Knight. Richtig dick Brummer. Ja. Block ja, der mit dem, der den Us. Der Us, der ist ja schon seit Ewigkeiten im Exile und verschimmelt da. Mhm. Da hat man jetzt noch... Ich glaube, es ist ein Green Sun. Ist ein Green Sun? Müsste der sein mit dem Puzzlestück links. Ja... Oder ist das ein Questing Beast? Nee. Doch, ist ein Questing Beast. Ist ein Questing Beast. Was rede ich denn? Das Puzzlestück ist nicht links unten, das ist aber nur ein Dunkelwäsche vom Questing Beast. Hm. Ja, ne? Ist ein jetzt kann man den Token machen, ne? Weil... Geht. Ja. Kann man machen. Dann
Hast du. Ne, Tomek wäre jetzt egal. Die Aktivierung ist ja schon durch. Ist trotzdem noch ein Effekt auf dem Stack. Trotzdem noch ein Effekt auf dem Stack, den man da als Target wegnehmen kann. Genau, hier ist Legendenriegel. Das heißt, da ist der mit geopfert, dann hat das andere seinen Effekt auf dem Stack. Eine Flicker Wisp, ja. Und mit der Flicker Wisp sucht man sich dann die Thespian Stage. Ah ja, und die kriegt man ja sogar. Genau. Die kann man dadurch, dass sie nicht geopfert wird, kommt kein 2020 ins Spiel. Und da es im End of Turn passiert ist, hat man auch im Gegnerzug die Stage nicht wirklich. Eigentlich. Ja, genau. Ich bin doch gerade darauf hingewiesen, diesen noch Max soll. Genau. Dann macht es jetzt auch gar keinen Sinn, obwohl doch klar, den Dark Depths wieder spielen macht Sinn. Ja, ja, man nimmt jetzt einfach die Skyclave Operation, spielt die Skyclave Operation, dann hat man nicht genug Mana für die. Ne, hat man nicht genug Mana. Deswegen, man hat ja immer noch das Swords auf der Hand. Ja, Swords immer noch auf der Hand, Knight ist immer noch im Spiel. Das ist schon okay. Man hat noch eine Menge Möglichkeiten. Also, das ist hier Wehren mit Händen und Füßen gegen die Niederlage. Ja, das ist aber auch schon länger. Da ist der Reclaimer, da kommt die. Ja. Dark Depths, einfach nur um wieder einen Token machen zu können. Naja, kann man den nehmen, genau, dann spitzt den Reclaimer. Mana kann man sich trotzdem noch machen über den Knight oder man geht einfach hauen. Ich denke auch, hier geht man einfach hauen. Better Skull auf die Hand nehmen geht nicht, dafür fehlt's Mana, ja. 3, 4. Da passiert man gleich so gar nicht wegen dem Token, sondern wegen dem normalen Lifeloss. Der Neid ist halt mittlerweile auch schon 6-6. Das tut schon weh. Da geht eine Menge rein. Und die Flicker Wisp kann man nicht wirklich reinhalten als Texas-Spieler, weil dann ist man instant gegen den Token tot. Die blockt man mit der Skyclave. Ja. Das müsste auch eine Skyclave auf 0 gewesen sein. Auf 0? Ja. Der Omnat wurde geparft und die Ding wurde geswardet. Und ich glaube, die Skyclave hat einfach einen Hexproof gefressen. Stimmt, ja. Da war was. Karakas wird gewastelandet. Daraufhin wird halt Pedaskal sich auf die Hand genommen. Ja. Dann activate den. Dark Doof hat man einfach mal. Legendary Rule. Yes, wird der geopfert. Kommt der 2020. Der ist sogar voll. Top. Viel zu viele Karten. Da passieren noch schlimme Dinge. Ich glaube, da war der Palace Jailer. Ja. Ja, okay, aber jetzt mit dem Sports auf der Hand und der Gegner hat dann trotzdem, also der Textspieler hat dann trotzdem die paar Leben. Ja. Ja, stimmt, man kann jetzt auch einfach den Palace Jailer nehmen und zur Not im Endstep noch eine Karte ziehen. Ja. Falls da irgendwas passieren sollte mit dieser einen bekannten Handkarte. Was ich nicht wirklich glaube. Ja, Palace Trailer und die Flicker Wisp raus, ne? Und dann legst du quer, siehst du mehr. Ja. Geschwingen, einmal alles rein. 1-1. Ja, 1-1. Spiel. Genau, ansonsten ändert sich jetzt nicht so viel. Wurde der Companion vorgezeigt? Ich glaube, der Companion wurde nicht vorgezeigt. What? Hat meine Karte nicht mehr reingebaut? Es kann auch gut sein, dass ich das beim Sideboard weggeschnitten habe. Oder dort. Davon gehe ich immer eher aus. Weil ich habe immer wunderschön darauf hingewiesen. Denselben Move hat mir gerade eben auf der anderen Seite. Ja, das muss weg. Die Mutter muss weg. Ich finde das im Delver immer so ätzend, wenn die dann so einen Lightning Bolt frisst oder so. Da fühlt sich an, als würde sie mit dem Bus überfahren. Ja, du weißt aber ganz genau, wenn du nicht mit dem Bus überfährst, dann fährst du nie wieder was mit dem Bus. Das ist voll langweilig. Ja, ist schon immer ganz gut. Hier muss ein Duel genommen werden. Puh. Ansonsten, vom Matchup her finde ich es halt sehr interessant und sehr ausgeglichen. Ja, ich finde halt nur ein bisschen schade, dass bis jetzt der Companion null interessant war. Er ist generell in dem Deck nicht so interessant. Du hast, glaube ich, außer die Skyclave nicht wirklich viel, was du flickern kannst. Es ist wirklich mehr dieses, man braucht irgendeine Ausrede, um 80 Karten zu spielen. Hast du ja noch nicht mal Stoneforge Package drin? Nein. Ne? Ja, Wasteland Moody. Swords? Fetch Swords. Wow! man sollte auch mal Leben runterdrehen als Maverick-Spieler. Ja, kommt bestimmt gleich. Oh, sind ja schon zwei Fetches durch.
Ja, ansonsten ist da halt echt nicht so viel, was da im Talia Mjolnir wirklich ist. Ja, das ist halt, du kannst halt jetzt auch keine Astrolabs mehr spielen, ne? Genau, da auf 17 runter. 17, dann genau. Das, selber eine Mutti haben. Ja, das ist ja ein Fadi. Ach stimmt, das ist ja ein Vater. Father of Runes. Mit dem Schnurres. Das war ein teures Sword. Ja. Alter, jede Mutter wird hier unter den Bus geworfen. Ja, jede Mutter wird einfach geschwertet. Da war noch ein Force auf der Hand, wenn ich es richtig gesehen habe. Force of Vigor. Das ist sehr. Und ich sehe noch ein Path auf der Hand. Alter, Falter. Ja, das ist halt ein dickes Rhino, ne? Ja. Skyclave, das Rhino, das kostet ja 4. Ich finde es einfach wunderschön, diese Skyclave Operation hat in dem Match so viel, sie tut einfach so viel. Ja, und es ist irgendwie so... So dämlich gleichzeitig. Oh, jetzt den Palace Jailer, ne, schade, ich dachte, wir haben Palace Jailer, weil Skyclave den Palace Jailer, du kriegst einen 4-4. Ne, da ist auf jeden Fall eine Skyclave, mit der Skyclave kann man die Skyclave skyclaven. Oh, Alter, jetzt wird aber echt langsam behindert. Großartig. Also Skyclave Mirrors, kann ich euch jetzt schon sagen, sind der Shit. Die machen richtig Spaß. Ja, die wird aber nicht ins Feld gelegt, mein Lieber. Nee, kannst einfach nur zum Zeigen. Caracas? Nee, ein schönes Sport. Okay. Weil Caracas und Talia ist ja schon immer ja, so. Ja, aber Skyclave, die Skyclave Operation. Ja, stimmt, die soll nicht Legendary, ne? Wäre ja noch schöner. Ja. Ja, Wasteland. Swing. Ist halt schon ein harter Beat, dann auf 9 schon mal runter. Ja, jetzt hat man aber gleich halt einen 4-4er vor, in Anführungszeichen, free. Ja. Skyclave, die Skyclave Operation. Skyclave Operation mit Skyclave. Da kommt ein 4-4 Illusion Token, wovon ich immer noch nicht den Token für Tokens auf DG.com habe. Den es aber gibt. Den es aber gibt. Den ich aber noch nicht geleistet habe. Da ist noch das Path. Ja, auf den Token, aha. Das ist halt eine Menge Value. Boah, Alter, ey, jetzt sitzt da schon so viel Removal geflogen. Ich habe langsam einen Überblick verloren. Also beide Decks spawnen halt unendlich viel Removal nochmal rein. Boah, jetzt geht er schon runter auf 6. Uiuiuiui. Ja, yeah, das kommt halt noch dabei, dass das halt echt ein harter Und der Defentex-Spieler hat halt einfach 22. Ja, aber halt wenig Handkarten, wenig, was er machen kann. Ja. Ah, Night of Autumn. Der bringt halt jetzt noch nicht so viel. Ja, okay, du kannst ihn so stark machen, dass dir die Italia egal ist. Das stimmt. Das stimmt. Sollte man, glaube ich, auch machen. Und dann kann man immer noch reinhauen mit dem Skyclave, weil der wird ja im Angriff. Jetzt yes, auf jeden macht man Fall. Auch mit Besonderes. Ja, das macht Sinn, macht Sinn. Dann kann man hier den Noble noch spielen. Wird dann einfach und dann mit dem 4-4 Skyclave reinhauen. Ja, das klingt nach einem Plan. Das sind halt jetzt die Swingbacks. Es wird halt wieder interessant. Ich finde das Match richtig großartig. Man prügelt sich da gegenseitig einfach nur so tot. Ne? Es gibt noch eine Skyclave, weil eine Skyclave braucht das Land. Ja, das ist die Skyclave Operation. Oder den Night of Autumn. Der ist schwerer, der ist stärker. Ja, das stimmt. ist das Bild. Es ist großartig. Eieieiei. Also Skyclave Mirrors sind echt dämlich. Ja. Da werden einfach nur Würfel hin und her geschoben, habe ich das Gefühl. Obwohl, kann man den nehmen? Das macht halt das Land rechts und richtig madig, also die Canopy. Ja, aber anders verlierst du halt den auch noch einen Mana extra. Ja, also, muss man aber machen, ne? Ich denke auch. Puh, das sieht jetzt für Merrick schon nicht mehr so schön aus, ne? Da kommt ein Land. Ne, ein Bird. Bird. Er ist zumindest mal ein Blocker, ne? Für 3. Mein Skyclave ist besser als dein Skyclave. Ja. Was war noch die Handkarte bei Maverick? Zerstörte Faktum und Zauberung. Ah ja, Force of Vigor. Ich mach halt jetzt gerade aktuell gar nichts. Pete. Block mit dem Bird ein. Ja, gehst du halt auf 3, ne? Block mit dem Bird beide. Ich glaube, es ist ein Revoker auf der Hand. Noch eine Talia. Ja, Legendenregel? Nee. Nee, da war. Ah, okay. Also, ich wollte gerade sagen, du brauchst ja keinen Blocker. Mit dem Revoker sagt man wahrscheinlich den
den Mana-Dog an, weil Rewalker kann ja auch Mana-Abilities abschalten. Stimmt. Das ist schon ganz gut. Also seid ihr jetzt eine Situation, die sehr schwierig ist mit drei Angreifern? Ja, du hast drei Angreifer, zwei Blocker. Und zwei Leben, die sind halt, und drei Leben, die sind halt alle mit einer 2 vorne. Das Land, die Canopy ist eigentlich schon tot. Ja. Die macht ja gar kein farbloses. Die macht für farblos nur Opfer an Zinekate. Da ist die Frage, ob man das nicht hier benutzt. Ja, weil man eigentlich schon immer ist, aber dann hast du halt nur noch 2 Mana, ne? Das ist halt auch nicht mehr so viel. Talias selber hat das Deck nicht. Im Sideboard ein paar. Ja, die sind aber hier total irrelevant. Ja. Und so, und das Force of Vigor auf der Hand. Ja, das Force of Vigor ist nur gut, wenn es wirklich in die Ausrüstung geht, um es in die Fiolen ja, geht und so weiter. Ja, ist jetzt aber gerade auch ein Removal gegen den Revoker. Das ist richtig. Es ist ein Removal gegen Revoker. Die Frage ist, ob man das sieht. Und ob man eine grüne Handkarte hat. Ja. Man kann es auf 4 Mana Hardcast, man kann blocken, oder mit einer Kreatur blocken, die andere, nee, der kostet auch 5 Mana. Das ist Qualtalia. Ja. Ich glaube, da wird gerade auch gerechnet. Ja, ist halt echt eine verzwickte Version. Beziehungsweise Situation, nicht Version, Situation. Klatsch, gehen wir noch 2 runter. Was passiert denn jetzt da? Sky Clay, Green Sunsenit. Sunsenit für 1. Ich weiß auch nicht, was da für 1 kommen soll. Eigentlich nix. Außer halt ein Mana. Ja, da kommt ein 3-4er. Oh mein Gott! Das ist ein ziemlich guter Blocker als 3-4er. Ja, der hält dir so ziemlich alles erstmal vom Leib. Mhm. Und du musst jetzt auch mit dem Skyclave reingehen. Das heißt, du kannst jetzt erstmal die Talia umbumsen. Mhm. Dann wird dein Deck auch, also die Draws auch besser. Eieiei, okay, du hast dann halt gleich einen Mana-Druck weniger. Deine Skyclave geht auf jeden Fall. Die dann Gegner kriegen beide einen 3-3er. Ja, okay, beide gegen 3-3er, die sich gegenseitig totblocken. Stone die Fortune, die Mystica. Boah, macht die viel. Ja, mit allem rein, ne? Ja. Jetzt ist interessant, wie man blockt. Weil ich glaube, hier möchte man mit... Ich würde auf jeden Fall die Italia totblocken. Nee, genau das wird jetzt gleich Spoiler-Alarm auch passieren. Und ich sage, nein, tut das nicht. Sondern man legt hier vor die Italia den 0-1er. Oder die Skyclave. Die Skyclave wäre noch am geilsten. Nee, den 0-1er. Weil so verliert jetzt gleich relativ viel alles. Und die Talia wird einfach gebounced. Und hat weiterhin das Threat on board. So verliere ich keine einzige Kreatur. Ja. Hier ist das Interessante auch, er muss auf jeden Fall meine Skyclave Operation auch totblocken. Mhm. Weil ansonsten generiert der Defentex-Spieler zu viel Value. Genau. Da wird die gebounced. Richtig. Ja, stimmt. Das wäre auch... Wäre das bei dem Hierarch passiert? Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Ja, bei den 3-3er. Bei den 3-3er. Passiert gar nichts. Skyclave geht in den Friedhof. Jetzt wäre halt ein Us. Super. Ja, Us wäre jetzt richtig gut. Aber hier wird die Stoneforge wieder ausgespielt. Hm. Ja, okay. Macht das Force of Virtue auf der Hand richtig gut. Force of Vigo auf der Hand richtig was gut. Was man aber nicht kennt. Ja, natürlich. Man möchte es auch weiter benutzen. Oh, und dann die Better Skull auch noch. Das heißt, wenn das Force of Vigor durchkommt, wird das auch noch ein richtig guter Payoff. Oh, da wird sich nochmal unentschieden. Jette? Ja. Jette wäre besser, aber Skyclave macht den Sack halt eher zu. Better Skull. Skyclave. Ja, Better Skull ist halt die Nummer sicherer. Oder ist ein Land nur, ne? Also egal, man kann das Force of Hardcast. Das war am Karakas. Mit dem Karakas konnte man die Talia bouncen, die angreift, aber. Genau, man könnte das Force hier hardcasten. Ja. Das. Ich meine, man schwingt jetzt eh mit dem 3-3er oder auch gar nichts. Okay. Ich würde nur einen Damage machen. Oh, 2 Leben. Eieiei. Ja, einfach nur einen Draw zu haben. Dann zieht man auch noch ein Fetchland. Das ist natürlich nicht so geil. Und zieht noch zweites Fetchland. Ich glaube, ihr hattet mal die Idee, einfach safer zu sein. Ja. Die Force of Vigor zu legen. Ja. Hier wird mir der Token ausgetauscht. Scheiße.
gegen irgendwas aus dem gegen ein anderes. Ja, da wird halt surrendered wegen dem Land. Ja. Dann zieht man das Fetchland. Zu viele Länder. Ja. Und sehr großes Aggro-Potenzial. Ja, trotzdem finde ich ein sehr, sehr cooles Matchup. War ein sehr, sehr ultra cooles viel Removal. Also da ist wirklich, gerade Game 3 ist da wirklich viel Removal geflogen. Also Game 3 war halt sehr Removal-heavy und gerade jetzt auch waren eher so ein bisschen Putt. Ja. Was dann halt durchs Top-Deck echt. Also, genau. Also hier wird noch weitergespielt, klar. Wurde nur schon mal hingeschmissen. Aber. Ja, weil du jetzt die Talia legst und jetzt muss er drauf reagieren. Jetzt muss er das Force zocken. Ja, okay, und jetzt kommt safe. Nee, jetzt kommt safe kein Schaden durch. Diese Runde kommt safe kein Schaden durch. Das war nur so ein, ich werf schon mal hin, weil ich jetzt aufgebe, aber noch ist es nicht rum. Nee. Und deshalb wird da auch noch weitergearbeitet. Jetzt ist die Frage, ob das jetzt. Ja, okay, das Defentex-Spieler hat jetzt halt auch noch drei Handkarten, ne? Mhm. Das ist halt. Bam, bam. Die beiden weg. Yes. Dann ist der Angriff schon mal relativ. Jetzt ist halt wieder, dass die Skyclave-Token kein Fliegen haben. Ist halt ja. Da. Ja, und jetzt wartet mal halt einfach die Runde und kommt safe durch. Ich glaube, es war wieder ein Land. Ist richtig gesehen. Echt wieder ein Land. Ist die Karte von oben ist ein Land. Ist ein Wasteland, die schlechte ist. Aber. Man hat noch Skarakas zum Bouncen. Ist die Frage. Hier müsste man Wasteland wegen der Flickerwisp. Ja. Hier sieht man sogar auf. Beim. Jetzt hat man selber halt das Karakas. Im Abgib kannst du Karakas oder im Angriff kannst du Karakas bouncen. Mhm. Und da kommt, glaube ich, jetzt noch ein Stoneforge oder. Nee, noch ein Schwert hat er auf der Hand. Mhm. Hier ist, glaube ich, die Frage, ob man das Schwert benutzt oder ob man die. Stoneforge. Die spielt. Man lässt einfach. Okay. Hätte ich End of Turn Bounce gemacht, auf jeden Fall. Ja, End of Turn Bounce wäre halt von Natalia wäre ganz gut gewesen, denke ich. Da kommt noch ein Blocker. Aber ich glaube, hier beschleicht halt das Jurion ist so ein bisschen, dieses, ein bisschen Self-Surrender, fertig. Ja, genau. Da kann man das reinlegen, so, weil jetzt wird es halt schon echt madig. Ja. War das ein Land? Habe ich es richtig gesehen? Es war ein Land. Ja, das war so ein Land. Kann man sogar noch mit der. Okay, Equipment auf den Dude. Mhm, damit hat man jetzt einen 4-4er. 5-5er. Sogar. Der stärker ist als. Die ganzen anderen Sachen. Und mit dem blauen Token, man den ich blocken kann. Ja, stimmt. Der Illusion Token ist nutzlos gegen den. Ja. Block. Man hätte hier auch End of Turn, letzte Runde, glaube ich, auch schon den kleinen Typen benutzen können. Mhm. Und sich langsam sicher einen Dark Dwarf raussuchen. Ich glaube, das wird jetzt auch realisiert. Ja. Jetzt ist nur die Frage, was man sich jetzt holt, was Sinn ergibt. Die Blast Zone dauert zu lang. Nee, Blast Zone dauert einfach zu lang, aber es sind auch zu viele unterschiedliche CMCs. Ich denke tatsächlich, man sucht hier einfach nur das Grüne raus, weil man hat das Grüne, man hat das Rote, man hat das Weiße und man hat das Blaue. Um Omnath casten zu können, wenn, weil Dark Depths würde auch zu lange dauern, denke ich. Ja, und der Omnath gibt dir im Zweifelsfall sogar noch Leben. Grad genau. Gerade mit dem Reclaimer. Ja, der Omnath, wenn den natürlich jetzt von der Top ziehen würde, oder ein Green Sun sind die von der Top mit dem Land. Der hat aber nur noch ein Leben, ne? Also ja, stimmt, da war ein Fetchland. Und es sind zwei Länder. Zwei Länder. Das ist jetzt natürlich halt richtig bitter. Ja. Land, das dürfte jetzt auch vorbei sein. Man kann jetzt mit der Flickerwisp den Reclaimer nehmen und dann zuhauen. Ja, den da okay, einen Responser drauf, bringt man noch einen Zweifelsfall getappte Dryad rein, super. Genau, das tut nichts. Das ist hier vorbei. Leider. War aber ein schönes Spiel. Ja, und man hätte ja auch noch sehen können, die Runden, die man weitergespielt hat, hätten echt was machen können. Hat der Mace drin? Nicht, dass ich wüsste. Das wäre jetzt auch noch eine Karte gewesen, die interessant gewesen wäre. Mm, das stimmt. Aber Mace war hier nicht in der Liste drin. Hm. Hat man keinen Platz für. Ja, das ist dann halt echt bitter. Ja. Mace wäre halt echt so eine Karte gewesen. Genau. Ja, da kommt der Flickerwiss. Ja, Flicker den, schwingen und dann. Ist rum. Damit 2-1 für Death in Texas. Die letzten paar Runden, wie gesagt, hätte man noch mal gucken können, ob man rauskommt mit dem Maverick. Das hätte auch funktioniert.
wenn man nicht nur Länder gezogen hätte. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.